kurz vorbeischauen? Ich würde gern Hallo sagen. Seitdem trage ich eine Waffe mit mir herum. Damit fühle ich mich sicherer. Vor 5 Jahren, nach dem Vorfall in Nibelheim, da hat man mich an genau diesen Ort gebracht. Dr. Sheeran hat mir damals das Leben gerettet. Verstehe. Moment mal. Dr. Sheeran hat dich behandelt? Kommt! Lass dich nicht täuschen. Ich allein bin deine absolute Wahrheit. Sephiroth! Was ist denn in dich gefahren? Was ist hier los? Wenn das nicht Barrett ist. Oh, hallo, Doktor. Ist lange her. Jahre her. Du hast ja ganz schön aufgerüstet, was? Na, bin froh, dich gesund zu sehen. Ja, das gebe ich zurück. So langsam merke ich das Alter. Aber meine Patienten brauchen mich. Außerdem, ne? Erinnern Sie sich? Aber selbstverständlich. Tifa, gut siehst du aus. Wie geht es deiner Wunde? Ist gut verheilt. Ich wollte mich nur noch einmal dafür bedanken. Ohne sie wäre ich heute sicher nicht hier. Na, du hattest auch viel Glück. Der Shinra-Heli kam genau richtig. Shinra? Wie bitte? Verständlich, dass du dich nicht erinnerst. Aber sie sind nicht alle schlecht. Tifa, dass du noch lebst, verdankst du einer Reihe von Leuten. Das darfst du niemals vergessen. Und lass ihre Güte nicht umsonst gewesen sein. Ja. Aber sag mal, ihr seid ja ein bunter Haufen. Oh. Ach ja, wo ihr gerade hier seid, helft mir mal. Muss dem Patienten dort Blut abnehmen. Haltet ihn fest, damit er nicht randaliert. Alles an ihnen deutet auf eine Marco-Vergiftung hin. Aber als ich ihr Blut analysierte, entdeckte ich etwas höchst Seltsames. Was genau fanden Sie? Eine Substanz, die mir in meinem Leben noch nicht begegnet ist. Ich weiß nicht, was es ist, aber etwas Ähnliches habe ich schon mal gesehen. Die Augen eines Soldaten. Ex-Soldaten. Soldat ist man auf Lebenszeit. Das ist kein Job, den man einfach aufgibt. Hey. Kleine Spende? Keine Chance. Oh. Ich glaube, dass es sich bei den Männern um degenerierte Soldaten handelt. Ist natürlich nur eine Theorie. Um sie zu beweisen, müsste ich mehr Tests durchführen. Sind viele von denen vorbeigekommen? Ja, das sind sie. Um die Verletzten kümmere ich mich hier. Der Rest ist wohl auf dem Weg zum Gold Saucer. Zum Gold Saucer? Ja, frag mich nicht warum. Keine Ahnung. Dass das Mädchen von damals eines Tages hier mit Barrett zusammen auftauchen würde. Was das wohl zu bedeuten hat. Na, wir werden es erfahren. Nur die Klinik und Sheeran haben sich in all der Zeit kein bisschen verändert. Sheeran hat sich für die Lebensmittellieferungen von Shinra eingesetzt. Nur so könne man die Leute hier gesund halten, sagt er. Sag mal. Gold Saucer. Das ist doch dieser super berühmte Vergnügungspark, oder? Da fahren wir hin, ja? Kommt schon! Yuffie, das hier ist kein Ausflug. Weiß ich doch. Wir suchen die Typen in Schwarz. Ah, das wird so toll. Es gibt eine Seilbahn, die uns direkt zum Gold Saucer bringt. Kommt schon, verschwinden wir von hier.